Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme Shadow of the Tomb Raider. So, wo sind wir denn hier eigentlich und was machen wir eigentlich hier und wie kommen wir hier wieder raus? Hä? Wir sind bestimmt von hier oben reingekommen und es gibt keine andere Möglichkeit als weiterzugehen. Okay, hoppla, auf der anderen Seite. Und das werden wir jetzt auch machen. Schieben wir einfach den Spiegel nochmal da in die Mitte. Das war's. Diesmal gehen wir schon mal hinterher. Hier will ich nicht begraben sein. Mein Kopf irgendwo hinter einem Kreuz. Ja, weiß nicht. Sieht ein Geh, bisschen während du Licht hast, damit die ungemütlich aus. Dunkelheit dich nicht überholt. Klingt wie ein Hinweis. Oder eine Drohung. Ja, vielleicht sollten wir dann einfach so lange hier drinnen bleiben, wie es hell Aus ist. wie die Jungfrau Maria. Station 3. Jesus begegnet seiner Mutter. Der Spiegel ist staubig. Der Spiegel ist sauber. Hast du sonst noch was zu sagen? Erzähl mal. Ich helfe dir rauf. Oh. Ja, nice. Hey, hat geklappt. Ich frage mich, was wohl passiert wäre, Das Licht zeigt da entlang. wenn ich da ohne Licht zu machen lang gegangen wäre. Hat hier sonst noch irgendwas? Nichts, was hier noch rumliegt? Und ja, das Licht zeigt da entlang. Es gibt sonst keinen anderen Weg. Was ist mit denen passiert? Das Licht muss etwas aktiviert haben. Holla! Pass doch auf! Bist du in Ordnung? Immer an irgendwelche Hebel Du hattest setzen Glück, hier. dass sie verrostet war. Das muss Station 4 sein. Ja. Sehen wir uns mal die Fresken an. Station 4. Ja. Da ist er gefallen, so wie es aussieht, und aber wo ist denn das verrostet? Ja, es hat auf jeden Fall scheinbar irgendwie ein bisschen gehangen. Also, wenn das richtig funktioniert hätte, wäre Lara da jetzt doch ein bisschen aufgespießt, oder? Ich muss mit dem Lichtstrahl den Kreuzwegstationen folgen. Ja, kann man machen, warum nicht? Na, guck mal, den hat's erwischt, Glück. Ist vielleicht dazu erstmal nachgucken sollen. Das ist dieselbe Station wie da drüben, wa? Sieh doch, da war jemand nah dran. Der hatte wohl weniger Glück. No shit. Na, ich gehe mal davon aus, wenn ich da einfach lang gegangen wäre. Entweder wäre ich nicht durchgekommen oder. Oh. Vielleicht wäre dann. Oder ich wäre halt hier einfach. Reingekommen, Sackgasse, tralala, tralala. Hier nimmt er wohl das Kreuz entgegen. Ja, und da ist doch auch so eine Klappe, aber ohne Hebel. Der hat es wohl einfach versucht irgendwo. Und hier haben wir auch noch mal. Hier ist eine Frau zu sehen. Ja, wo die? Ah, ja. Naja. Wie war das? Maria Magdalena oder so? Keine Ich muss Ahnung. mit dem Lichtstrahl den Kreuzwegstationen folgen. Ich dreh dann doch mal. Anscheinend gefoltert, an der Decke aufgehängt. Das hier war nicht bloß eine Krypta. Da haben wir jetzt mehrere Optionen, so wie es aussieht. Ich weiß jetzt nicht Wo so ganz, hin? Ob ich denn da überhaupt soll. Ah ja, das funktioniert. Ja, ich hätte jetzt die Ganden auch gerne ausprobiert. Station 5. Jesus stürzt das zweite Mal. Ja, und hoch komme ich jetzt nicht mehr. Schade, ich hätte jetzt echt gern die anderen auch ausprobiert. Very schade. Ich wüsste jetzt echt gern, was passiert, wenn ich die anderen benutze.
Hey, was, ich will das jetzt wissen, ne? Was ist der letzte Speicherpunkt? Ich will das wissen, ich will das wissen, ich muss das wissen. Wahrscheinlich hat es genau eben beim Runterfallen gespeichert. Ich muss Station 4 sein. Sehen wir uns mal die Fresken an. Ja, sehr schön. Da habe ich gerade das Licht hingemacht. Komm, wir gucken jetzt einfach, was passiert, ne? Nein, falsche Richtung. Das hier war nicht bloß eine Krypta. Ja, an diesem Ort ist wohl doch einiges mehr noch passiert. So. Ich krieg's hin. Das ist jetzt genau gegenüber. Und hier sind noch zwei weitere... Oh, warte mal, hier. Nee, warte mal, hä? Ja, nee, das ist ein anderes. Gehen wir davon aus. Mal gucken, was passiert. Wenn ich jetzt... Hä? Okay. Nochmal. Das war doch genau derselbe Gang. Jetzt muss ich nochmal genau drauf achten. Das muss Station, ne? 4 sein. Sehen wir uns mal die Fresken an. Ach so, das ist das, wo ich eben war. Ja gut, dann drehen wir doch mal in die andere Richtung. Bloß eine Krypta. Ich will wissen, was passiert. Oh, probieren wir das mal. Und zacken. Ah. Ha ha ha. Ha ha ha. Okay, ich wollte es halt unbedingt probieren. Das muss Station 4 sein. Sehen wir uns mal die Fresken an. Das hier war nicht bloß eine Krypta. Ich weiß jetzt nicht, ob ich soll. Soll ich? Irgendwie habe ich Bock, auch die anderen noch auszuprobieren. Na gut, da hat schon einen. Wobei, mal gucken, was passiert, wenn ich da jetzt mit dem Licht hinkomme. Ich will es einfach wissen, so. Das war dann haben wir es auch alle. Da geht gar nichts. Gut. Dann geht halt wirklich tatsächlich einfach nur das eine. Ja. Nein, hier sind wir nicht richtig. Wir müssen dann doch noch eins weiter, ne? Hier wollen wir hin. So. Oder? Nee, warte. Da war ich... Oh. Nein, eins weiter, komm. Hab ich mich jetzt gerade so verdreht? Oh, vor lauter Neugier. Was passiert da, wenn ich ein anderes ausprobiere? Na, komm. Auf geht's. Ab nach unten und straight forward. Station 5. Jesus stürzt das zweite Mal. Ja. Und wir stürzen halt gleich mit. Oder geht's noch weiter mit dem Licht? Oh, Lara, ist das hier das, was ich denke? Wieder die Kreuzwegstation? Aber mit Mumien. Ist das nicht ein Sakrileg? Nicht unbedingt. Es könnte die ultimative Verehrung sein. Oder sie waren krank. Das muss Station 6 sein. Ja. Station 6. Cool. Sieht aus wie eine Kirche. Die stehen da wie Mönche. Mhm. Ja, und Kirchenbänker hat es ja auch voll mit Mumien sitzend. Okay, hier, das kann man drehen. Ah, hier hat Kreuz. Die Kreuzigung also inszeniert? Mit Mumien? Klingt frevelhaft. Ich denke, das war ein Ort der Verehrung. Einer Untergrundsekte. Buchstäblich. Ich schätze, das ist die Sekte aus diesem Pamphlet. Mhm. Keine Ahnung. So, leider kenne ich mich mit den Kreuzwegstationen. Das ist widerlich. Halt doch mal die Klappe. Zum Glück war ich nicht zusammen mit Lopez hier. Leider kenne ich mich mit den Kreuzwegstationen. Ist nicht so geil aus. Die Inschrift.
Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, doch die Seele nicht töten können. Betrifft das uns? Hör auf, an Lopez zu denken. Er hat schon genug angerichtet. Okay, ziehen wir es durch. Ja, es gibt ja verschiedene Kreuzwege, welche, ich glaube, mit 7, welche mit 14 Stationen. Kreuzigung? Weiß nicht, vielleicht steht's auf dem Flugblatt. Seltsam, dass hier nur 7 Stationen des Kreuzwegs aufgeführt sind. Das muss auf einer älteren Überlieferung basieren. Jesus nimmt das Kreuz auf die Schulter, stürzt das erste Mal und begegnet seiner Mutter. Dann wischt ihm Veronika das Gesicht ab, bevor er das zweite Mal stürzt. Anschließend wird er gekreuzigt und schließlich bestattet. Veronika. Okay. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Nee, das ist nicht 4. 4, 5, 6, 7. Ja, reicht doch. Es gibt Fürsche mit 7, Fürsche mit 14, keine Ahnung. Aber wir suchen Station 6. Ja, gut. Den Hilfeschein. Gibt's hier auch irgendwelche? Oh, die kann das Kreuz. Ich glaube, er nimmt das Kreuz auf. Jesus wird ans Kreuz genagelt. Das müsste unsere Station sein. Was haben wir hier? Sie wischt ihm das Gesicht ab. Ja. Sie heben ihn hoch. Ja. Sie tragen ihn. Irgendwie habe ich das Gefühl, diese Stationen sind ein bisschen durcheinander gewürfelt. Kann ich das mir nochmal angucken? Oh, schade. Gut, hier kann ich nur... Ich muss mit dem Lichtstrahl den Kreuzwegstationen folgen. Kann ich hier irgendwas machen, weil da... Nee, da ist einfach nur, da muss ich weiter. Bin ich mir nicht ganz sicher, ne? Wie kriege ich das Licht dazu? Hä? Da haben sie direkt meinen Rückweg versperrt. Geil. Ich muss mit dem Lichtstrahl den Kreuzwegstationen folgen. Mhm. Die Frage ist nur, wie kriege ich das hin? Ich muss dieses Licht hier erstmal so weit hinkriegen, dass es irgendwo hinleuchtet. Ah! So, jetzt kann ich... Also da drüben kann ich gar nicht machen, ne? Ich probiere es einfach mal mit dem hier. Weil... Das sieht mir nach einer guten Station aus. Station 6. Geh mal lieber weg da. Okay, passiert ist nichts. Ah, jetzt brauche ich dann noch hier das. Aber nicht, um hier eins anzuleuchten, oder? Hä? Nochmal. Ah, doch? Warum rollst du denn da weg? Ne, ich hab keinen Plan. Geht das noch mehr? Hä? Kann ich damit auch dahin leuchten? Nö. Oder funktioniert das? Ich weiß es nicht. Komm nochmal. Nö, das funktioniert scheinbar nicht. Obwohl es schon ziemlich gut passt, ne? Naja. Kein Plan. Vielleicht sollten wir doch wieder hier drüben irgendwo hinleuchten.
Ich probier's mit dem, was soll's. Kann nicht mehr wie schief gehen. Mehr als. Okay, hat funktioniert. Haben wir wohl tatsächlich einfach die beiden Stationen gebraucht. Gut. Ja, und dann hätten wahrscheinlich nur einen schmerzhaften Tod bedeutet. So, was jetzt? Finden wir jetzt die Schatulle und dann kommt Trinity und nimmt sie uns ab. Was ist hier bloß passiert? Lopez hat sich hier offenbar einmauern lassen und dann... Boom. Keine Zeugen. Alter. Das muss die Schatulle sein. Nur die Hände des Rechtschaffenen dürfen das Schicksal den meinen entziehen. Das wärst dann wohl du. Er hat uns durch diese Jagd geführt. Er hat jeden einzelnen Hinweis sabotiert. Um die Schatulle vor Trinity zu verstecken? Und vor dem Volk von Paititi. Er war total besessen von ihr. Und natürlich. Lauf, Lara, lauf! Via Crucis, die Auserwählte. Ja, Errungenschaft freigeschaltet, mal gucken. Heißt natürlich die silberne Schatulle von X-Gel finden. Ja, natürlich. Ja, es ist passiert. Wir sind nach unten gestürzt. Da oben ist natürlich irgendwie so zu, dass man da nicht mehr durchkommt. Jonah ist sonst wo und ja, Fräulein Lara darf wieder tauchen. Er hätte ihr Atemgerät mal mitnehmen sollen, ne? Das er aus Dings hatte. Ich sollte mich gleich mal doch ein bisschen beeilen und nicht so arg hier umgucken. Holla die Fee. Und zwar ja irgendwie klar, dass da irgendwie was passiert, wenn sie das Ding da rausnimmt. Aber Lara lernt halt nicht dazu, ne? Sie nimmt den Dolch, alles bricht zusammen, ne? Sie nimmt die Schatulle, alles bricht zusammen. Oh, überall diese Hände.